Ja, dann sagen wir einfach, dass wir die nächsten halt ohne halt machen, also. Können wir dann gleich auf den nächsten SMP-Server gehen, da drüben da weitermachen. Aber nur Mods ist halt viel geiler. Ja, stimmt. Also, wir warten noch kurz 10 Minuten, da kommt Lex hier auch, okay? Ist sie dann fertig mit den Hausübungen oder was? Ja. Ja, dann mache ich dabei auch meine Hausübungen. Ich muss noch eine Scheiß einleiten und ohne Strom. Hier, also in 10 Minuten kommst du dann wieder. Dann können wir mal was darüber reden. Ja, ich brauche auf jeden Fall länger als 10 Minuten, finde ich scheiße. Kannst du vielleicht nach 10 Minuten trotzdem kommen? Also. Ja, ich bleib eh so oder so hier. Okay. Dann Ich würde will ich nicht mich so lange jederzeit sitzen. kurz stumm schalten, ja? Okay. Leute, er ist richtig traurig. Also für alle, das war eine spontane Aufnahme für alle. Wir pranken gerade jemanden. Und zwar pranken wir ihn. Wir haben nicht gesagt, weil der Server ist eben halt abgeschmiert. Wir haben gesagt, wir müssen alle Mods deinstallieren, weil der Server, das Lexi überhaupt keinen Bock mehr auf dieses Projekt jetzt hat. Weil es funktioniert halt nicht. Die ganze Welt müsste resettet werden. Stimmt natürlich alles nicht. Ja, zum Glück hat der liebe Jack, danke nochmal Jack, Ehrenmann, es hinbekommen, innerhalb von ein paar Minuten dieses Projekt wieder auf die Beine zu stellen und wieder den Server hochzufahren. Ehrenmann. Jetzt trollen wir ihn. Also, richtiger Ehrenmann ist er. Leute, wir wären dann 10 Minuten Flexi da. Dann werden wir mal gucken. Weil ich halte es einfach nicht länger aus. Ich muss es jetzt eigentlich auflösen. Er ist richtig traurig gerade. Also, in der Zeit können wir ja einfach mal was weiter gucken. Wir wollten auf jeden Fall erstmal diese Pur-Kristall-Charts machen. Was brauchen wir für eine Password-Protected Chest? So. Ich möchte gerne Password-Protected Chest machen. Key Panel. Key. Dafür brauchen wir eine Heavy Pressure Plate und Stone Buttons. Boah, das tut mir gerade richtig leid. Also, wir müssen es gleich auf jeden Fall direkt auflösen. Aber, ey, lieber Limit, wenn du dieses Video siehst, tut mir richtig leid, aber am Anfang haben wir zusammen Lexi verarscht. Jetzt verarschen wir dich. Heißt, tut mir leid, aber muss sein. Rainforest-Kabel. Rain. So, Leute, wir verarschen gerade richtig. Ich warte dich noch einmal schnell, bis Lexi da ist und dann mache ich weiter. Also, wir sehen uns dann. Bis gleich. Was ist jetzt mit dem Server? Ja, Server funktioniert nicht mehr. Ja, den Channel habe ich eh schon gesagt. Warum bin ich hier eigentlich noch hier schon? Ja. Nee, aber meinst du das gerade ernst? Ja, mein ich ernst. Limit. Muss dir noch was sagen. Was denn? Du wurdest von uns beiden gerade verarscht. Das juckt mich. Der Server ist einfach noch da. Der Server funktioniert. Du musst einfach nur, wenn du den Chat mal liest, kannst du den Chat wieder sichtbar machen. Da kann ich das. Ich hab den Du Chat musst einfach gelöscht. nur. Du musst einfach nur Advanced Rocket Tree löschen und da kannst du wieder Gibt joinen. wieder Berichtigungen. Sind jetzt Items jetzt weg oder nicht? Nein, alles ist wieder Nein, da. gar nichts. Okay. Nur wahrscheinlich sind Gut.
Selinas Items weg, weil deshalb war der Seller. Ja, ich krieg die zurück. Ja, ja. Das hält mich gar nicht, ob ihr. Ich möchte dir nur sagen, ich habe mir Lexi halt die ganze Zeit geschrieben, als du auf Klo warst und die meinte, du hättest es so richtig verdient. Was für, So eine Wichse, ja. Dicker, ich muss das alles auspiepsen. Könnt ihr bitte aufhören? Ich muss das alles auspiepsen. Ich nehme gerade auf. Ja, ich kann jetzt so durch und durch beleidigen, dass du es nicht benutzt. Was kann jetzt die Mod was weggeht eigentlich? Was macht die? Advanced Rocketry, damit konnte man einfach nur zu anderen Planeten fliegen. Oh, nicht schlimm. Schon geil, aber schade, dass das weg ist. Advanced Rocketry. Und Minecraft, da gibt's Neustarten, ne? Ich wollte gerade mein Deutsch ausprobieren machen, dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, keiner schickt mir die Hausübungen. Ich war schon seit 4-5 Tagen nicht mehr in der Schule, weil ich krank bin. Ich bin immer noch krank. Ich bin immer noch scheiße. Digga, ich würde so weinen, wenn ich in die Schule darf. Oh, ich fühle das so, es ist so geil, nicht in die Schule zu gehen. Hä, was für Junge, hättest du Physik oder Sport oder... Ich hab Sport. Oder Englisch. Ja, geh weg mit Englisch, Digga. Meine Digga, Lehrerin. Englisch. Helle. Ich und Englisch sind einfach nur so, Digga. Ihr könnt dich gerade nicht sehen, wollte ich nur sagen, also. Was? Ich und Englisch sind einfach nur so, Digga. Ja, und was soll, woher sollen wir jetzt wissen, was du gerade machst? Ja. Okay. Entweder kotzt du gerade oder du lachst gerade. Englisch ist super. Okay, damit beende ich die Aufnahme. Englisch ist scheiße. Englisch, was für Englisch? Limit, das ist bei dir. Die schlimmsten Tage und die besten Tage in der Woche. Limit. In Schule. Ja. Aber man hat richtig gehört, du warst voll am Verzweifeln gerade, stimmt's? Nee, ich war verzweifelt, weil ich mein Deutschbuch gesehen habe. Ich habe gerade mein Buch so aufgemacht, auf einmal steht da Grafikanalyse. Uff. Ich sehe so, okay, Grafikanalyse, passt. Ich gehe in die WhatsApp-Gruppe, was war denn Hausübung an den Tagen, wo ich nicht da war? Keine Antwort bis jetzt. Alles so dreckige Bitches. Hallo, bitte kinderfreundlich. Love, hast du den Mod gelöscht bereits, oder? Hast du den Mod gelöscht? Okay. Die Sache ist, dass ich... Scheiße! ...in diese Gruppe reinschreibt, dass keiner das Gefühl... Jeder antwortet. Ein Junge schreibt, keiner antwortet mehr. Das ist so abgefuckt. Ich sag dir. Wenn meine Items weg, bekomme ich die wieder? Ja. Dann komm. Doch, die kriegt ihre Items wieder. Nee, wenn ich jetzt Fall Damage kassiere, ne? Dann kriegst du Fall Damage. Ich habe auch Fall Damage bekommen. Ja, alles okay. Ich würde dir deine Cords merken empfehlen. Nein, da ist doch ein Waypoint dann. Also, aber ich würde sagen, das mache ich im nächsten Part. Hallo? Und dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wir haben erfolgreich getrollt bekommen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute.